Kennst du dieses Gefühl von total hilflos sich fühlen, nicht wissen, wie es weitergeht, in Ängsten gefangen zu sein, gute Absichten zu haben und viel zu tun und trotzdem nicht weiter voranzukommen mit diesem Menschen, den du kennengelernt hast, diesem Mann, dieser Frau? Und du fragst dich wirklich oft, ja, was habe ich denn da nur in mein Leben geholt? Ich habe es doch gar nicht bestellt. Das habe ich ganz oft auch gedacht. Ich berichte dir heute von meinem Leben. Doch bevor ich das mache, will ich mich erst mal kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich bin Helga Rauchschindel. Ich bin seit 12 Jahren, über 12 Jahre auf dem Seelenpartner-Dual-Seelenweg mit meiner Dualseele gemeinsam unterwegs und wir haben viele Höhen und Tiefen gemeistert. Und auf diesem Weg bin ich immer mehr zur Bewusstseinserforscherin geworden, zur Tieftaucherin des unterbewussten Seins von mir und von vielen Menschen, die bei mir angerufen haben. Und liebe diese Arbeit, die ich mache, nämlich Menschen zu unterstützen, im Dualseelenprozess voranzukommen und nicht länger im Hamsterrad zu laufen, in Ängsten gefangen zu sein oder vielleicht sogar einfach nur dich völlig ausgenockt zu fühlen. Ja, vielleicht einfach nur auch deine Handlungsfähigkeit gedacht, gefühlt, verloren zu haben, die du mal hattest. So ging es nämlich mir. Ich, taffe Frau, fühlte mich plötzlich hilflos, einsam, allein, verlassen und ich verstand die Welt nicht mehr, als im Jahr 2012 dieser Prozess loslief, ohne dass ich es bestellt hätte. Heute kann ich sagen, bin ich sehr dankbar, es gemacht zu haben, den Weg gegangen zu sein und vieles erkannt zu haben und dich heute auch an diesem Weg wieder teilhaben lassen zu können. Bevor ich hier gleich beginne, von meinem Weg zu berichten und zu erzählen und dich daran teilhaben zu lassen, eine Bitte: Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, es haben einige von euch nicht getan, dann mach das doch bitte, hol das doch bitte gleich nach, denn es unterstützt auch dieses Wissen und dieses Video, dass zu einem größeren Publikum angezeigt wird. Und vor allem hinterlasse gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. All das unterstützt, dass dieses Wissen einem wirklich größeren Publikum auch von YouTube zur Verfügung gestellt wird. Denn das Wissen, das ich heute wieder rausgebe, ist natürlich Gold wert. Vor allem dann, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommen sollst und dich auch festgefahren fühlst. Wie war es bei mir, bevor ich in diesen Weg geführt wurde? Wie war mein Leben vorher? Nun ja, ich hatte Phasen, wo ich mich sehr wohl fühlte, wo ich dachte, na, alles gut im Griff. Im Griff haben war immer so ein Thema. Ich habe es im Griff, mein Leben habe ich im Griff. Aber im Griff haben heißt ja auch, es fließt nicht einfach so. Mein Leben war anstrengend, immer alles unter Kontrolle halten müssen. Die Gefühlsausbrüche, die Achterbahnfahrten hoch und runter, meine Emotionalität, die war sehr stark. Ich habe mich oft ganz tief im Loch gefühlt und am Tag drauf wieder himmelhochjauchzend. Und war krank, hatte Panikattacken, hatte Ängste, hatte Herzstolpern, hatte Herzrasen. Ich hatte hohen Blutdruck teilweise. Ich konnte gewisse Nahrungsmittel nicht mehr essen. Ich war ständig irgendwie am Ausbalancieren, dass ich nicht umkippe und mich total ausnocke. Also es war ein sehr anstrengendes Leben. Und meine Ehe war auch entsprechend nicht leicht. Es war anstrengend, war anspruchsvoll. Und im Jahr 11 hat sich mein Mann dann von mir getrennt, im März 11. Und im April 12 wurde dann der nächste, ja, die Initialzündung gemacht mit der Dualseele. So, also mein Leben war bis dahin reichlich, ja, anspruchsvoll, auch sehr spannend, aber immer mit Kampf verbunden. Viel tun müssen für Liebe, viel tun müssen, um gut zu sein, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden. Ja, wenn du das kennst, dann weißt du, von was ich rede, brauche ich gar nicht weiterreden. So, das war's, was ich erlebt habe. Dann fing diese neue Welt an, sich mir zu eröffnen. Nämlich erst einmal über diesen Honeymoon, diese Phase, halbes Jahr, wo ich wirklich auf Wolke 7 geschwebt bin und habe gemerkt, wow, das ist genau das, was ich mir immer von Herzen gewünscht habe, anzukommen in diesem Jetzt-Moment, in diesem Schwelgen mit einem Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren, mich verstanden zu fühlen, angenommen zu fühlen. Es war einfach fantastisch, in kurzen Worten gesagt. Ja, und ich habe dann gemerkt, dass das will ich natürlich haben. Da will ich mich weiter bewegen. Allerdings, wie ihr es ja auch kennt und wisst,
dauert diese Phase unterschiedlich lang und dann endet sie immer sehr abrupt, indem man ins Loch geworfen wird. Das ist mir auch passiert. In Brasilien 2012 bin ich im November, nee, im Oktober ganz schön runtergeworfen worden. Ich war von heute auf morgen, hat sich unter mir der Abgrund aufgetan. Meine Welt ist zerschrammt. Ich wusste ja, die Ehe ist nicht zu retten. Mein neuer Geliebter hat sich auch erstmal rausgebeamt wieder und hat gesagt, nein, ich bin ja schon mal nicht mehr erreichbar. Ich weit weg in Brasilien. Und ich dachte echt, es geht die Welt unter. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Es war, als ob ich sterben würde in dem Moment. Und das berichten mir auch sehr viele von euch, die bei mir anrufen und die mit mir Kartenreadings machen und auch den Weg gemeinsam mit mir gehen dann, um anzukommen in einem anderen Sein, in einem ganz anderen Leben. Genau das kennt ihr auch. Es ist einfach, der Abgrund verschlingt euch und es scheint so, als ob man da nicht wieder rauskäme. Stimmt natürlich nicht. Ist nur so, wie es aussieht. Es ist natürlich nur ein Lernweg. Ich weiß, dieses nur muss man wirklich in Klammern setzen, denn es fühlt sich an wie ein unüberwindbarer Berg. Und genau das war mein Leben früher. Krankheiten, unüberwindbare Berge, immer tun, immer ackern, immer mich selbst überfordern mit Arbeit, mit für andere Dasein, körperliche Beschwerden, die mich ständig wieder ausgenockt haben. Ich musste dann im Jahr darauf auch eine Operation noch bekommen, im Jahr 13. Ja, da war noch eine wichtige Operation fällig. Darum bin ich auch nach Brasilien gereist, um rauszufinden, will ich das? Bin ich bereit für diesen Eingriff? Ich kann euch nur sagen, hätte ich es nicht getan, würde ich heute immer hier sitzen und mit euch reden können. So schwer krank war ich damals. Ja, so, das war die Vergangenheit. Und dann lief dieser Lehrpfad los, an dem ich ja am Anfang gar keinen Plan hatte. Was will das Leben jetzt von mir? Wo soll ich denn hingucken? On-offs, hin und her, total tolle Zeiten, totaler Rückzug, meldet sich nicht, macht Versprechungen, die nicht eingehalten werden, ihr kennt das alles. Und ich habe mich gefragt, bin ich denn im falschen Film gelandet? Endlich ein Mann, der passt auf allen Ebenen und dann das, das kann doch nicht wahr sein. Ich konnte es echt nicht fassen. Und ich bin eine Kämpfernatur, ja, immer schon gewesen. Mein Programm war immer, ich kämpfe, ich kämpfe, ich boxe mich durch. Und das war erst einmal auch gut so. Also ich finde es gar nicht abwertend benennen, sondern erst einmal war es gut, dass ich diesen Kampfgeist hatte, denn sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ganz klar. Ich hätte nicht diesen Tieftauchgang gemacht, in mein Unterbewusstsein einzutauchen, zu gucken, wo hänge ich denn? Was sind denn die Glaubensmuster aus der Kindheit? Wo komme ich immer wieder an meine Grenzen, nocke an Wände an und falle wieder halb tot um? Muss wieder aufrappeln und von neu starten, weil so war mein Leben. Ich bin immer gegen eine Wand gedonnert und dann ist mal umgekippt, wieder berappelt, aufgestanden, weitergemacht. Das kennst du vielleicht genauso in deinem Leben. Immer wieder kommst du an Widerstände, die du nicht überwinden kannst, wo du obwohl du so viel Kraft investierst, die Kraft auf dich zurückschnellt und dich erst einmal ausnockt. Kennst du das? Also ich habe es gekannt. Und zwar nicht nur einmal im Leben, sondern x-mal. Im Grunde ständig, seitdem ich Kind war. Man kann sagen, ich war mit diesen ständigen Überforderungen, Herausforderungen, anspruchsvollen, ja, Episoden in meinem Leben, viele Trennungen, viele Beziehungen, die nicht geklappt haben, war ich natürlich an einem gewissen Punkt mit 48 angelangt. So alt war ich damals, als ich meiner dualen Seele begegnet bin. Ich war an einem Punkt angelangt, wo ich auf alle Fälle so nicht mehr weitermachen wollte. Und das war mit Sicherheit einer der entscheidenden Faktoren, weil ich war bereit, jetzt tief zu tauchen und jetzt nicht aufzugeben und jetzt es wissen zu wollen, wie ich aus diesem Schlamassel rauskomme. Und habe da in der Zeit gut geführt, wie ich zum Glück bin, durch meine Intuition, durch meine ja, feinfühlige Art, diese Empathie, diese Intuition, wurde ich ganz klar darauf hingewiesen, schau dir deine Kindheit an, schau dir das Vaterdilemma an, schau dir an, was hast du als Kind für Programme bekommen,
für Aufgaben wurden auf deine Schultern gelegt, die du immer noch tust, obwohl du das gar nicht tun solltest, die Verantwortung übernimmst für andere Menschen und so weiter und so weiter. All das habe ich natürlich getan, wie du das bei mir auch tust. Und all das hat mich enorm Kraft gekostet. Es ist im Grunde ein Wunder, überhaupt so alt geworden zu sein, weil als ich 40 war, wollte ich schon gar nicht mehr leben. Auch mit 25 habe ich gesagt, das Leben ist so anstrengend. Nee, bitte ohne mich. Lasst mich doch einfach gehen. Ja, dann hieß es damals, es ist noch was zu tun, Helga. Du hast noch eine Aufgabe. Also bleib mal schön noch da und mach mal konsequent weiter. Du bist ja nicht alleine. Gut, ich war nicht alleine. Ich habe eine starke Eingabe immer bekommen, starke Intuition, inneres Wissen und natürlich auch dieses einfach mich reinfallen lassen in die Situation und dieses Nicht-Aufgeben waren mit Sicherheit für mich ganz wichtige Schlüssel, die dann nach und nach mein Leben verwandelt haben in das, was ich heute lebe. Ich habe es geschafft, über diese Transformationskugel, die ich entwickelt habe, wirklich so vieles, was auch nicht sichtbar war, was war unter der Oberfläche, der Eisberg, den du nicht siehst, da war so viel verborgen darunter. Ich kannte ja einige schon. Ich wusste, mein Vater ist mein Thema, habe ich schon als Kind gewusst. Mit ihm kam ich nicht klar, ich war für ihn nicht wichtig und so weiter. Das habe ich gewusst. Aber was noch alles da drum sich herum mit eingewoben hatte und so einem ganz großen Riesenball wurde, den ich quasi sozusagen gar nicht richtig auflösen konnte, das wusste ich erst, nachdem ich meiner Dualseele begegnet bin und er mir ständig, aber wirklich ständig, genau das gespiegelt hat, wo es darum geht und wo ich nicht hinschauen wollte, wo es ja auch viel zu schwer war hinzuschauen. Es hat einfach wehgetan. Wehgetan, nicht wichtig mich zu fühlen, nicht wertvoll, nicht mich geliebt zu fühlen und dem ganzen anderen Schlamassel drumherum auch noch. Kennst du sicher auch, garantiert. An der Stelle auch ganz wichtiger Hinweis, wenn du in der gleichen Situation gerade bist, wie ich gerade beschrieben habe, oder einer ähnlichen und nicht weiterkommst, dann scheue dich bitte nicht, mich zu kontaktieren, mir eine Nachricht zu schicken und ich bin gerne für dich da, um dir mein Wissen mitzugeben, dich zu unterstützen, dich da abzuholen, wo du gerade stehst und dich Schritt für Schritt in deine Kraft, in deine Schöpferkraft, in deine Wertigkeit, in deine Selbstliebe zurückzuführen, denn das ist der Schlüssel schlechthin. Schöpferkraft gepaart mit Wert, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und dann wirst du diesen Weg auch meistern, so wie ich es und wie wir es geschafft haben. Da bin ich total überzeugt von. Also bitte melde dich gern bei mir, dann sprechen wir kurz und ich schaue, ob ich dir helfen kann. Und wenn, bin ich zu 100% für dich da, damit du es auch schaffst. Weil das ist mein Auftrag und das ist mein größter Wunsch, dass du aus diesem Schlamassel aussteigst und nicht länger dieses Hamsterrad laufen musst. Denn es ist wirklich sehr kontraproduktiv. Ich habe es erlebt. Ich weiß schon, was ich rede. So. Wie ging es bei mir jetzt weiter? Um euch nicht zu langweilen über diesen Weg, den ich gehen musste, habe ich in anderen Videos schon beschrieben, könnt ihr mal gucken. Was habe ich heute? Was ist der Wendepunkt gewesen? Der Wendepunkt war die Goldkugeltransformation, die ich entwickelt habe. Diese drei Schritte, ganz klar hinschauen, jeden Tag tief eintauchen, mir nichts mehr schönreden. Und dann alles gezielt wegschmeißen, abgeben, raus, körperlich, auf der körperlichen Ebene arbeiten, auf der seelischen, auf der mentalen, auf der unterbewussten, auf der physischen Ebene. Alles raus, 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 also Abrissbirnentätigkeit schlechthin. Und dann sofort Aufbau meines neuen Lebens, nämlich das, was ich will, und nicht das, was ich jetzt habe, wo ich nicht haben will. Und das auf allen Ebenen verankern, verstärken mit meinem System, mit meinem entwickelten Kugelsystem, dem Selbstermächtigungswerkzeug schlechthin, kann man sagen. Und dann, ganz wichtig, der Beobachter. Ich liebe den Beobachter. Der Beobachter war der Wendepunkt. Als ich den mit in den eingebaut habe, hatte ich am Anfang nicht gehabt, nur abgeben, Neubau. Und da lief das nicht so dolle. Da war das so, naja, es war nicht schlecht, man konnte mit leben, aber es hatte so diese Schnelligkeit nicht. Als ich den eingebaut habe, den Beobachter, wow. Dann ist das zu einem wirklichen Turbo-Werkzeug geworden. Bis heute verbessere ich es ja ständig und ich kann nur sagen, es ist richtig gigantisch. Lern es kennen, arbeite damit und du wirst sehen, du wirst sehr schnell aus all diesen Mustern aussteigen, nach und nach, und du wirst merken, dein Leben verändert sich auf dieser Ebene
ausstrahlungsmäßig, auf der Gefühlsebene. Das ist das Wichtige. Das Leben muss sich auf dieser gefühlten Ebene verändern. Nicht nur mental, auch mind, sondern auch in diesem, ja, in diesem, was fühlst du? Weil du strahlst ja ständig Energien aus. Du bist ständig am Energie rausschicken über dein Denken, dein unterbewusstes Grundrauschen nenne ich es. Und wenn das positiv ist, dann kannst du ja nur Positives anziehen. Ist ja logisch. Resonanzgesetz, was du rausgibst, kommt zurück, gell? Wissen wir doch. Also das war für mich Schritt 1, abgeben, Neubau, Beobachter, der allumfassende Veränderungsfaktor, der mein Leben in das verwandelt, was ich heute lebe. Ich habe heute immer eine gute Energie. So gut wie immer habe ich eine Ausstrahlung, die in meinen Videos ja auch feststellt, dass ich einfach Power habe, Freude habe am Leben, Lebenslust, Lebensfreude. Hatte ich früher nicht immer, manchmal, manchmal nicht. Ich hatte früher ganz oft das Gefühl, ich bin es nicht wert, habe ich überhaupt nicht mehr. Ich bin absolut wertvoll, absolut wichtig. Ich bin ein total wichtiger, wertvoller Mensch und weiß das und schickt diese Energie raus. Also, ich kann sozusagen zusammengefasst mal sagen, der wirkliche Veränderungsfaktor war die Begegnung mit meiner Dualseele und dass ich aufgrund von dessen dann tief in mich eingetaucht bin und den Wunsch hatte, mich auf allertiefster Ebene zu erkennen und in die Heilung zu führen. Und dadurch ist dieses Gold-Transformations-Selbstermächtigungswerkzeug, die Goldkugel, erst überhaupt möglich geworden. Und darum kann ich sie heute auch weitergeben an euch, für alle, die sich auch aus diesem ja nicht schönen Energiefeldern befreien wollen. Nachhaltig ist das das Top-Werkzeug. Und wie geht's mir heute? Also heute, ich stehe gerne auf, ich schlafe bestens, ich habe eine super Energie, ich bin in mir angekommen. In diesem Jetzt-Moment halte ich mich meistens auf. Ich habe klar noch Höhen und Tiefen. Vor kurzem mein Kater Maxi schwer, schwer krank geworden. Eddie geht es auch nicht so gut gerade. Und natürlich, das sind auch Dinge, die mich auch nicht unberührt lassen. Da habe ich auch geweint, als ich ihn erlösen musste vor 4 Wochen jetzt oder fast 5 Wochen jetzt. Es war keine leichte Zeit. Aber wenn ich überlege, wie ich damals gelitten habe, als Momo starb, da war ich 40, jetzt bin ich 60. Also vor 20 Jahren, ich war wirklich ein halbes Jahr kaum ansprechbar. Ich hatte nur geweint, gejammert, gewehklagt. Ich war völlig vom Schmerz aufgefressen, aufgezogen. Ich war gar nicht mehr da. Ich war depressiv geworden. Und das ist dieses Mal. Klar war der Trauer da, war die Trauer da, war der Schmerz da, aber es war schnell wieder im Frieden. Und genau das habe ich heute. Ich bin einfach in einer Energie, die sehr voller Liebe für mich ist, sehr voller Selbstwert, Lebensfreude, Lebenslust, Positivität. Ich habe eine innere Ruhe und eine Ausgeglichenheit, die ich immer haben wollte. Ich habe für mich erkannt, mein Körper ist der Tempel meiner Seele, klar, und mein Körper will gewisse Dinge haben und gewisse Dinge nicht haben. Auch das kann ich viel besser erkennen. Ich gehe nimmer über meinen Körper hinweg und mache zu viel oder halte nicht genügend Pausen ein oder esse was, was mir nicht gut tut, weil es einfach, ja, aus Frust, Frustessen habe ich früher gehabt, habe ich nicht mehr. Ich bin frei von diesen Panikattacken, die mich ja früher ständig überfallen hatten, von diesen Herzstolpern, von diesen Herzrasen, von hohem Blutdruck. Mein Körper ist fit, meine Seele fühlt sich frei. Ich bin in diesem Wertigkeitssystem voll drin. Ich liebe mich, ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin. Ich habe auch meine Fehler, ich bin nicht fehlerfrei, will ich auch gar nicht sein. Und ich genieße das jetzt. Dieses im Jetztsein und der Beobachter, der zu meinem Freund wurde, dieser Beobachter, der ständig mit mir liebevoll kommuniziert und sagt, Helga, schau mal, da könnte man noch was verändern, da wäre noch eine Möglichkeit. Ich bin so dankbar. Die Dankbarkeit hat eingezogen. Die Energie, die ich rausschicken kann an euch in den Coachings, in den Videos. Ich liebe das. Ich schicke gerne Energie raus, auch in meiner One-Stick-Jar-Meditation. Ob Einzelsession oder Gruppenarbeit. Ich liebe es, zu leben, zu sein, da zu sein. Und das Highlight
Es ist ein innerer Frieden, der auch dann da ist, wenn ich gerade fühle, ich muss auch den Eddie jetzt loslassen. Klar, er ist 16,5 Jahre. Ich komme nicht drum rum, mich zu verabschieden. Er isst wenig, irgendwie lässt alles nach. Die Zeit des Gehens, des Verabschiedens ist gekommen. Und auch das kann dieses Jahr passieren. Ja. Was mein Fazit ist, aufgrund von dieser Reise, die ich gemacht habe und die ja weitergeht, die endet ja nicht hier heute, die geht ja weiter. Wir sollten eines lernen, zu einem super Wellenreiter, Wellenreiterin zu werden. Denn das Leben bietet immer Höhen und Tiefen. Du wirst nie nur Freude verspüren, nie nur Glück. Das wäre auch langweilig, ganz ehrlich gesagt. Sondern reite diese Wellen des Lebens, wisse, wie du mit diesen Höhen und Tiefen gut zurechtkommst, lebe dich vor allem, lebe dein wahres Sein, lebe deine Berufung, lebe deine Wahrhaftigkeit. Darum geht's. Und das ist dieser Weg, der sich eröffnet, wenn du diesem Menschen begegnet bist, deiner Dualseele. Du kannst genau das machen. Du kannst genau dort ankommen, in dir ganz und gar du selbst sein, wenn du bereit bist, den Weg Schritt für Schritt zu gehen, denn du weißt, ich sage es dir jedenfalls hier, falls du es noch nie wissen solltest, du kannst keinen Schritt von diesen Stufen auslassen, diesen Entwicklungseinheiten, sagen wir so rum. Du darfst sie alle Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durchlaufen, bis zum höchsten Punkt, wo du dann feststellst, jetzt weißt du, von was die Helga ständig gesprochen hat. Jetzt fühlst du es. Jetzt fühlst du dieses Glück, diese Freiheit, diese Leichtigkeit. Nun bist du da. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich verabschiede mich für heute von euch. Aber ihr wisst ja, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und bis dahin, alles Liebe, gute Zeit. Und wenn du Unterstützung möchtest, bin ich sehr gerne für dich da. Ich sage Tschüss und von Herzen alles Liebe. Deine Helga.